Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die letzte Folge haben wir hier in dem Schacht beendet, haben uns erfolgreich an den ganzen, ja, ausgebildeten bzw. fertig ausgebildeten Entron-Mitarbeitern vorbeigeschlichen. Und jetzt müssen wir zum Kontrollzentrum. I see the terminal. Connect me. Und da sind wir auch schon. Oh Gott. Ich dachte schon, ich bin jetzt in irgendeine Kamera gerannt. Nein. Die haben mich schon gesehen, ne? Das ist ja super. Aber ich war nicht dran schuld, oder? Ich glaube, das passiert automatisch so. Nochmal sterben möchte ich nicht. Also diesmal ein bisschen mehr. Geh weg. Bam. Hinrichtung. Sind auf jeden Fall immer... Was ist denn das? Gott. Weg hier. Aber wir haben bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht Schaden bekommen. Ach, Silber. Penner. Ich darf nicht ganz so oft die Moves machen. Dann haben wir nicht mehr... Ah, Gott. Haben wir nicht mehr genügend Zorn. Ach, aber da kann man gar nicht ausweichen. Der ist halt immer voll auf mir drauf. Aber an sich klappt es ganz gut. Wir könnten mal eine Heilung zwischenlegen. Dann können wir hier nochmal rein... Ja, da ist es. Dich hole ich jetzt. Kein Bock auf Silber. Ah Gott, renn doch. Mensch. Dann immer diese blöde Abklingzeit noch. Los. Zack. Geiler Move. Oh, hallo. Jetzt noch. So, dich und dich knöpfen wir uns hier als letztes vor. Alter Schwede hat das abgezogen. Dann gehen wir doch auch mal hier rein. Ich glaube, die... Neue Funktion haben wir noch gar nicht probiert. Ah, Gott, nein, was mache ich denn? Geh weg. Jetzt aber. Bin mir nicht sicher, ob wir das schon probiert hatten. Glaube nicht. Das ganze Blut hier drin. Widerlich. You're good to go, Ava. Time to work my magic. I'm on their network, but we got a problem. Change their encryption. We're going to have to bring down their whole network if we want to unlock the doors to those servers. Tell me how. Ava, the flare stacks. That'd be the fastest way. Oh, you're right. We use the pressure controller on the flare stacks to force a system reboot. That'll unlock the whole site. Dad, can you see the flare stacks? The big towers with flames coming out the top? You need to place Ava's relays on those terminals. Sie hat uns Dad genannt und nicht Erzeuger. Wir sind schon mal ein Stück vorwärts gekommen, was Vater-Kind-Beziehung angeht. Boah, die Dinger. Ach du Scheiße. Eins, zwei. Mehr sind's nicht. Schlaue Ideen hat sie, die Ava. Zum Glück haben wir die mit im Team. Und vielleicht werden wir auch später mal im Team. Man weiß es nicht. Ja. Wehe, du drehst dich rum. Weil der da unten, sieht er das? Nö. Der hat's gesehen. Aber war zum Glück nicht so wild. Ah. Mach mich jetzt immer zum Wolf. Dann sind wir kleiner und werden hoffentlich nicht mehr so dolle entdeckt, was die Kisten anbelangt. Oh Gott. Ui, das war knapp. Dann sind wir hier oben erstmal so weit. Ach, ich sag's in dem Moment noch. Mist. Die hat uns... Doch, die hat uns schon erkannt. Ach, na klar. Na gut, dann wird in dieser Folge halt mal ein bisschen mehr gefetzt. Let's fetz. Oh, was sind das? Ist das ein Granatwerfer mit... Was die hier auf uns ballern? Und... Zack. Hab das gesehen. Du kannst dich mal verpissen hier. Was ist denn das? Alter, jetzt kommen die mit Kampfdrohnen an. Zieh dich, Kampfdrohne. Die macht sich irgendwie selber kaputt, ne? Geben sie 500 Euro aus und kann nur einmal schießen. Wenn es nicht trifft, ist kaputt. So, du kriegst auf jeden Fall nochmal so einen Move. Und zack. Und die nächsten kommen.
cool, damit erwischen wir ja fast alle. Das war auf jeden Fall lohnenswert, das zu holen. Ach, schon wieder Silber. Nein. Hau mir ab mit deinem Silber. Aber ich denke, das Kämpfen klappt doch schon besser. Es war halt am Anfang einfach so leicht, dass ich hier nur komplett auf Haut drauf gespielt habe. Aber nachdem wir jetzt zum letzten Mal gestorben sind, versuche ich dann doch mal ein bisschen mehr auszuweichen. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Und da haben wir es auch schon geschafft. Da hinten sehe ich da einen Geisterpunkt. Schnell hin da. Einer fehlt noch, ne? Ja. Und was haben wir da? Ist das auch noch Geisterpunkt? Aber was machen wir mit ihm? Ich kann weder mit ihm reden, noch könnte ich ihm was tun. Ich bin doch dein Kumpel. Mal schön ins Gesicht bellen und dann machen wir weiter hier. Da ist der nächste. Gut, wir müssen zu den Dingern. Das Teil da ist aber noch gesperrt. Das heißt, wir müssten irgendwo einen Computer haben. Nur weiß ich noch nicht wo. Aus dem Fahrstuhl sind wir ja gekommen. Wir haben hier nochmal so einen Lüftungsschlitz. Und der führt uns auch bloß wieder hier hoch, ne? Oder? Ah doch, hier haben wir noch. Alles klar. Super, achso doch, Kameras aus, Tür so. Hätte ich das mal eher gemacht. Doofe Kameras. Dann ist die Tür offen und dann kommen wir doch unserem Ziel schon ein Stück weiter. Ronco, I'm showing three detachments heading towards you. Not for long. Rodko macht das. Aber irgendjemand wird bestimmt noch sterben. Ist noch viel zu glücklich, das Spiel. Zu viele Armbrustpfeile. Ja, die nutze ich nicht so dolle. Für die Kamera wäre es nützlich gewesen. I'm at the first flare stack. Don't just stand there, hook me up. The longer you take, the more dangerous this mission is. Ja. Schon wieder ein Exo. Gar keine Lust. Komme ich jetzt hier rüber, ohne dass der mich sieht? Sieht gut aus. Machen wir erstmal das Ding hier kaputt. Sehe schon, dass das in einem Kampf enden wird. So, der Exo ist da drüben. Er guckt gerade weg von uns, wird sich aber bestimmt gleich rumdrehen. Na, geht? Na, doch nicht. So, dann können wir uns ihn hier schnappen. Wir müssen da hoch. Und rechts geht's rein. Ist das noch gesperrt? Kann ich von hier nicht richtig erkennen. Das heißt, sobald der Exo sich jetzt rumdreht, würde ich hier einmal rüberspringen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass er uns hier sieht. Jetzt dreht er sich weg. Passt. Ihn genommen. Aber hier haben wir so einen Schacht. Alles klar, dann fix hier rein. Ach cool, die Türme können wir ausschalten, Kameras natürlich auch und Tür auf. War aber jetzt nicht die Tür hier, ne? Nee. Vielen Dank für den Hinweis, dass die gesperrt ist. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So, wie kommen wir denn da hoch? Hier oben drauf, ah, hier ist eine Leiter, die könnte man natürlich hochklettern. Komm, lauf weiter. Ja, hier ist nichts. Jetzt kommt der da hinten. Mist. Wo läuft denn der lang? Jetzt ist er weg. Oh Gott. So geht's auch. Das Ding können wir nicht... Oh, hier ist ja einer. Heilige Scheiße, den habe ich gar nicht gesehen. Wir kommen hier auch nicht rein, oder? Ja.
Ist da unten noch einer? Der uns jetzt natürlich auch sieht. Wann ist denn hier mal der passende Zeitpunkt? Ich müsste den wahrscheinlich gar nicht holen. Ich könnte doch einfach da runterspringen, aber ich habe Angst, dass er uns dann später in die Quere kommt. Solange der da unten steht, kriege ich ihn hier nicht. Der läuft blöderweise immer hier runter. Aber schnell. Ich finde das mega cool, dass die immer vorher ihr Schild verlieren. Ja. Gott. Shit, da ist ja noch einer. Komme ich mit der Armbrust so weit? Der andere jetzt, der läuft hier lang. Oh Gott, nicht sehen, nicht sehen. Vielen Dank. Da oben steht noch einer. Wenn ich den jetzt mit der Armbrust abschieße. Nee, das sind da oben zu viele. Das können wir nicht machen. Müssen warten, bis er hier weg ist. In dem Moment dreht sich jetzt der Exo rum. Das heißt, ich muss mir ihn schnappen. Ach, shit. Du hast das nicht gesehen. Glaub mir, da war nichts. Glaub mir doch. Renn schnell hier hin. Und hier rein, komm. Rein mit dir, rein. Tür zu. Ha, hat funktioniert. Sehr cool. Müssen wahrscheinlich trotzdem gleich wieder raus und die sind schon alle alarmiert. Ava, I've connected you to the first flare stack. Good, keep it up. We've got this. Wir können Geisterpunkte vergeben. Das finde ich irgendwie doof. Ist schwerer zu sehen und wird von Feinden weniger leicht entdeckt, solange er nicht rennt. Ah, das ist ja eigentlich ganz cool. Brauchen wir aber 3 Punkte für. Mit Armbrust getötete Feinde erhöhen den Zorn, ist Schwachsinn. Zorn gewinnt 2 zusätzliche Plätze hinzu, ist auch doof. Hier haben wir halt noch so ein paar Kampffähigkeiten. In der Vigor-Haltung erlittener Schaden wird weniger. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Komm, wir nehmen das. Und dann können wir gucken, dass wir das später hier mal noch machen, weil schwerer entdeckt zu werden ist natürlich nicht verkehrt. Leider nur in Wolfsform. So, wir haben sie auf jeden Fall connected. Jetzt müssen wir weiter rüber, aber die sind natürlich hier alle schön alarmiert. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht um einen Kampf drum herum kommen. Sag ich doch. Schnell rennen, rennen. Renn, kleiner Wolf. Hey, wir haben es geschafft, hier hoch. Wo müssen wir denn hin? Na, wir können das Ding erstmal noch hier einmal zerstören, weil ich glaube, wir werden zeitnah kämpfen. Kommt der hier? Ach, der kommt hier hoch. Natürlich. Dann macht er die Sandsäcke kaputt. Ich glaube, der ist ein bisschen wütend. Jetzt ist nur die Frage, wo wir sonst noch hin sollen. Hier ist ja alles zu. Da unten könnten wir noch Sabotage betreiben, aber dann wären wir bestimmt gesehen. Wehe, der Exo kommt jetzt hier hoch. Nein, du kommst nicht hier hoch. Kannst du gar nicht. Vielen Dank. Der kommt bestimmt gleich hoch. Oh oh. Wir müssen da vorne dann wieder raus, ne? Da, wo wir hergekommen sind. Oh Gott. Wir müssen. Wir werden gleich gesehen. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, renn. Warum ist die Tür gesperrt? Ich glaube, wir müssen doch erst kämpfen. Verdammt. Naja, was möchte man machen, ne? Dann ist es halt so. Ich finde es immer mega cool, wie schnell so die Atmosphäre hier im Spiel ändert. Einen Moment stehst du noch hinter der Kiste und musst dir einen Furz unterdrücken, damit du nicht gehört wirst. Und im nächsten Moment flippst du hier einfach komplett aus. So, jetzt gibt es einmal diesen, mein Freund. Dann gibt es diesen, mein Freund. Und jetzt war es das auch schon. Ach Mist, die hier unten. Hier hätte man noch die Sabotage machen können, aber naja. Uiuiuiuiui. Ey, wir haben auf jeden Fall längeren Lebensbalken, oder?
warten schön hier oben, dass ihr alle hochkommt. Dann kriege ich nicht eure dummen Schüsse ab. Ach, hier ist ja noch so ein Muskelprotz. So ein Nevada-Typ. Es ist... Aber auch diese mittlerweile wirklich easy. Haben wir auch. Wir werden schön nicht getroffen. Und dann machen wir uns mal zu den Typen hier runter. Zum Glück haben wir die Türme vorher deaktiviert. Die wären bestimmt eklig geworden. So, und der letzte. Dich greifen wir direkt. Ah nein, doch noch nicht der letzte. Kommt noch eine Welle. Nochmal ein Exo, warum auch nicht? Zack. Oh oh. Nein, nein, jetzt haben wir selber die Explosion mit abgekriegt, oder? Aber es ging. Was hast du jetzt hier für Waffen? Ich hänge. Jetzt bin ich immer oben. Komm schon. Stirb. Sag mal. Ist doch gut. Ah, wir könnten Raserei auslösen. Komm, wir machen das mal. Haben wir lange nicht. Lange wir nicht wieder irgendjemand von unseren Kumpels töten. Geil, jetzt sind wir richtig schön schnell. Und machen Schaden ohne Ende. Ah, Special Moves gibt es dann anscheinend nicht mehr. Da ist schon vorbei. War ja ein kurzes Vergnügen. Zack. Und geschafft. Und weiter geht's. So ein bisschen Fetzen macht natürlich auch Spaß. Möchte ich gar nicht abstreiten. Aber ich muss sagen, dass mir das Schleichen dann doch mehr gefällt. Es ist halt, ja, sehr viel einfach nur Haut drauf. Auch wenn wir jetzt schon mal gestorben sind und ein bisschen ausweichen mit dabei sein muss. Ich meine, ich spiele auch auf leicht, ne? Also auf normal oder schwer. Gibt das bestimmt nochmal einen ganz anderen Reiz. Aber ich finde so das Schleichen und so, auch wenn es wahrscheinlich nicht so spannend ist für euch, finde ich es tatsächlich doch schöner. Ein bisschen hin und her zu überlegen. Einen Punkt haben wir wieder, wir brauchen aber zwei dafür. Also können wir erstmal das hier. Und die nächsten zwei Punkte gehen dann hier drauf. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier sind wir ja gerade hergekommen. Müssen wir nochmal hier zurück, weil hier waren wir ja. Gab es ja noch einen anderen Weg? Keine Lust, den ganzen Weg zurückzurennen und dann zu merken, dass es falsch war. Das hier ist gesperrt. Ich wüsste auch nicht, wo wir das aktivieren können. Hier unten lang, oder? Das sieht gut aus. Überall die Flaschen. Ich brauche die fast gar nicht. Können wir uns natürlich angewöhnen, bevor wir... Moment, zur Kenntnisnahme für alle. Ja, kennen wir doch alles schon mit den Wehrtürmen. Ja, bevor wir uns halt zum Werwolf machen, erstmal noch ein, zwei Schluck zu trinken. Shit! They detected my first attempt to connect. They're trying to find me. Block them. Ey, war. That's what I'm doing, but you need to move. I can't jam them forever. Ey, war, mach keinen Mist. Es ist... Na, nicht ganz Vollmond, ne? Fehlt ein bisschen was. I'm at the second flare stack. Warum ist denn der schon verängstigt? Oh Gott. Warum ist er schon verängstigt? Macht gar keinen Sinn. Ach, aber sehen kann er uns. Na super. Ich wüsste nicht, wie wir jetzt hier rauskommen sollen, ohne entdeckt zu werden. Nee, wenn ich anfange... mit Armbrust zu schießen, sehen die mich sofort. Und der sieht mich ansonsten auch direkt.
glaube, wir sollen kämpfen, oder? Können Sie ja mal probieren. So ganz schnell einen Schuss mit der Armbrust. Und jetzt schnell Hund. Ah. Ja, nicht. Ey! Ach, scheiße, da ist so ein Turm. Gott. Ich hätte auch nicht gewusst, was wir hätten anders machen können. Da oben ist ja noch so einer. Mensch, alles nicht gesehen. Die halten kaum was aus. Wieder Billigware bei Wish bestellt. Wehrturm. Für 0 Euro plus 1 Million Euro Versand. So. Was ist mit dir? Du hast dich gar nicht getraut. Zack. Falsche Taste gedrückt. Deswegen sah das gerade so komisch aus. Ach, Exo, geh weg. Können mal kurz eine Zwischenheilung einlegen. Raserei ist gleich voll. Dann geht's definitiv gleich wieder schön ab. Aber es reicht noch nicht, ne? Naja, was soll's. Da machen wir es eben so. Den haben wir. Ich noch. Jetzt wäre die Raserei voll. Kommt noch eine Welle. Es kommt noch eine Welle. Jawohl. Na komm. Den Kampf machen wir noch. Dann ist erstmal Folgenende. Zack. Also Raserei fetzt schon. Dauert halt leider nur sehr kurz an. Bin gespannt, ob wir nochmal gegen den Werwolf kämpfen. So wie in der zweiten Folge. Bam. Hui. Er ist einmal geflogen. Na, wer lebt noch? Ja, er lebt noch. Er lebt noch, stirbt doch. Jetzt haben wir ihn. Cool. Naja, war ein bisschen Fetzerei in der Folge. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 16 Uhr kommt dann die nächste. Bis dahin. Macht's gut.